Heute Morgen wurden die Feuerwehren Schneidach, Hormersdorf und Lauf zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Hormersdorf und Schneidach alarmiert. Vor Ort stellte sich folgende Lage dar. Ein VW-Bus mit 8 Personen besetzt kam aus ungeklärter Ursache vor der Fahrbahn ab. Eine Person verstarb leider an der Einsatzstelle. Diese wurde mit schwerem Rettungsgerät durch Kräfte der Feuerwehr geborgen. Weitere Personen wurden in hervorragender Art und Weise durch Ersthelfer erst versorgt und dann durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr dem Krankenhaus zugefügt.